Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Basement 45. Heute mit etwas ganz Besonderem, mit dem dicksten, größten Boxset, das ich je gesehen habe, in meiner Sammlung habe. Wir reden über Dark Side of the Moon 50th Anniversary Edition. Aber erstmal, was in dieser grandiosen, übergroßen Box drin ist, schauen wir uns erstmal einmal in Ruhe an und dann reden wir über den Klang und vergleichen das mal mit der einen oder anderen Pressung. Also, los geht's. Richtiger Brocken. Ich sag euch erstmal so im Groben, das war hinten dran in der Folie. Ja, das ist genau wie das Boxset aufgebaut ist, damit man das auch wieder zusammenlegen kann. Es ist vielleicht gar nicht so einfach, aber auch das schon wunderbarer dicker Karton. Um euch irgendwie die Größe anschaulich zu machen, habe ich mal die Originalplatte dabei gelegt. So, jetzt seht ihr, wie groß das Boxset eigentlich ist. Das ist schon gewaltig. Ja, und es ist auch sehr schwer, 6 Kilo ungefähr. Ich muss immer wieder mal gucken, dass der Winkel stimmt. Also stört euch nicht daran. Hier geht es hauptsächlich um das Boxset, nicht um mein Gequatsche. Aber einfach nur, um euch das zu zeigen. Dann haben wir hier diese wunderbare texturierten Karton mit geprägtem, mit der geprägten Pyramide. Wenn ihr das mal seht, es ist wirklich gut gemacht. Es ist vor allen Dingen sehr stabil. Man sieht zwar hier und da Verklebung des Kartons, aber es ist sehr, sehr hochwertig, das Ganze. Wenn ihr das abhebt, habt ihr als allererstes dieses Buch. Ja, dick das Ganze. Das kann man sich auch kaufen, habe ich gehört, separat. Jetzt will ich nochmal schauen, dass das hier alles so ins Bild kommt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, fantastisch. Die Qualität des Buches, der Seiten, der Bilder ist schon ganz, ganz groß. Ehrlich gesagt, das hat mich überzeugt. Ob und wie weit sich das lohnt, das besprechen wir nachher. Jetzt geht es erstmal nur um den Inhalt und um euch das bisschen schmackhaft zu machen. Kein Text, da hat sich Pink Floyd extra dagegen entschieden. Zu Dark Side of the Moon ist alles gesagt. Nur Bilder und besonders von den Live-Shows die Bilder überragend. Also das Ganze macht richtig Spaß zu entdecken. Und wer sich das Ganze anhört und dann nochmal mit dem Buch dabei, ist schon was ganz Besonderes. Das ist auch in demselben, mit derselben Textur wie dieses Boxset, wie die Kartons der Boxset. Also hier hat man wirklich was Ordentliches in der Hand. Wenn wir das alles aufgedeckt haben, das Buch weggenommen haben, kommt ein weiterer Karton, eine weitere Oberfläche, wie ihr seht, mit einem, das kann man abheben, mit einem goldenen Dreieck, Pyramide halt, von Dark Side of the Moon. Das ist schön texturiert, das Ganze. Also hier wird schon ein wahnsinniger Aufwand da betrieben, um ja sämtliche Verformungen von, des Vinyls oder sonstiges Hin- und Herrutschen einfach fernzuhalten, nicht möglich zu machen. Also wie gesagt, das kommt dann als nächstes. Dann decken wir hier mal auf, was gibt es hier? Und zwar die digitale Fraktion. Wir haben eine DVD, Atmos, Blu-ray. Hol mal was raus. Die sind dann in so einzelnen Nagaoka-Folien verpackt. Ich werde das ehrlicherweise nicht brauchen. Was mich interessiert, ist, es ist toll, dass da eine CD dabei ist. In diesem Boxset. Auch mit Booklet. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig für mich. Ich habe das so noch nicht gemacht. Also nicht böse sein. Ich will euch das nur zeigen, was alles da dabei ist. Da ist. Klingt auch gut. Gefällt mir auch. Es ist auf jeden Fall sehr hochwertig. Das hat mich schon mal überzeugt. Da auch nochmal die Live-Aufnahme Dark Side of the Moon auf CD. Und das wiederum in einem solchen, ja, schlichten, aber hochwertigen, ja, Papp,
Pappschober. Das Ganze hätte man günstiger machen können. Deswegen habe ich schon andere Boxsets gesehen, wo CDs einfach lose drin liegen. Ist schon eine tolle Sache. Dann haben wir noch so einen Umschlag. Dort sind zwei 7-Inch verpackt. Und zwar einmal Any Color You Like, Pink Floyd und Money. Sieht das Ganze aus. Werden bei mir auch nicht auf dem Teller landen. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht gönne ich mir den Spaß. Und einmal Us and Them, was einer meiner Lieblingstitel ist. Sowie Time. Auch hier mit der Harvest-Hülle, dem Harvest-Label. Und auch das wiederum in so einem, ja, so einem Umschlag hätte man auch günstiger machen können, finde ich. Es ist auf jeden Fall eines 50-jährigen Jubiläum wert, das so zu machen, finde ich. Dann geht es noch eine Ebene tiefer. Dort haben wir einmal Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, ein Songbook, wo erstmal ein paar Bilder gezeigt werden, ein paar Gespräche aufgezeichnet und dann sieht das Ganze so aus. Mit den ganzen Noten, mit den Texten. Also wer da ein Instrument spielt und das Ganze lesen kann, der hat sicherlich seinen Spaß dabei. Auch hier ist wieder das Ganze sehr, sehr hochwertig gemacht. Mit schönen Bildern. Hochglanz, das Ganze. Dark Side of the Moon. Also selbst als Nicht-Fan und wenn man ansteigen möchte, als Sammler ist man sowieso, glaube ich, hoffnungslos verloren bei der Box. Das ist schon alles ganz, ganz großes Kino, was die hier auffahren. Hat natürlich auch seinen Preis, allerdings, ja, besonders. Dann haben wir hier nochmal, das kann man nämlich jetzt so rausnehmen, nochmal so einen Einlegeumschlag mit einer Broschüre. Und ich denke, das war die Broschüre zur Uraufführung der Dark Side of the Moon. Bin mir aber nicht sicher. Aber hier Pink Floyd at the Planetarium am 27. Februar 1973. Ich denke, ja, denn hier steht es nochmal. The World Premiere of the Dark Side of the Moon. Also da ist auch noch eine Kopie davon dabei. Auch schön, dass sie sowas dazulegen. Wie gesagt, das liegt da drin. So, in diesem, dann kann man das Ganze nochmal zusammen aus der Box heben. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Highlight, nämlich dieser goldenen, güldenen Box in der Box. Die nehme ich einfach mal raus. Das fühlt sich extrem geil an. Ich weiß nicht, wie die gemacht haben. Es ist natürlich Pappe. Aber es hat so einen seidenen Bezug. Es ist fantastisch. Es ist edel, es ist hochwertig. Das zeige ich euch gleich. Jetzt nur noch den Karton. Hier seht ihr die paar Klebestellen. Das finde ich ist nicht schlimm. Es ist für die heutigen Verhältnisse sehr hochwertig. Ich bin froh, wenn so kann nichts eingedrückt sein. So kann sich nichts verschieben. Und mit Bedacht gemacht. Definitiv. Und hierzu machen wir das mal ganz so, dann macht das Ganze mehr Sinn. Hier haben wir nämlich das Highlight dieses Boxsets in einer goldenen, ja, in einem goldenen Extra-Karton, Extra-Hülle, Extra-Schober. Nochmal sensationell. Mein Herz hat gelacht, als es das gesehen hat. Wir heben das Ganze hoch und es kommt erstmal das Album zum Vorschein. Das Originalalbum von der Textur her, von den ganzen Geschichten. Es ist genau dasselbe wie die 2016er Pressung. Da unterscheiden sich Cover rein gar nicht. Also wirklich genauso mit dieser Veredelung, mit dieser Oberflächenveredelung. So. Dann haben wir hier natürlich die üblichen Postkarten oder Bilder.
zwei Poster, verzeiht, ich habe da jetzt kein Bedürfnis, sie komplett auszubreiten hier, aber das sind diese Poster, wie sie auch in der 2016er Edition, ach wo, komm. Also ihr seht, da ist ganz schön was drin. Ich stecke das Ganze hier nochmal wieder rein. Ja, hier wird nichts geschnitten, das läuft weiter durch. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Vinyl, welches sich so präsentiert. Erstmal kein Unterschied zur 2016er Repress. Auch die früheren Pressungen sehen ziemlich ähnlich aus. Vinyl ist toll, bisschen dezentrisch gestanzt, mit ein bisschen Haaren drauf. Aber knistert sehr, sehr wenig. Ich habe es noch nicht gewaschen, allerdings schon mal gehört. Es ist eine tolle Pressung. Es ist eine tolle Pressung. Es könnte natürlich immer besser gehen, das wissen wir alle. Ein klein wenig planer und ein klein wenig zentrischer vielleicht wäre wünschenswert. Aber es ist alles im Rahmen und nichts, was den Klang beeinträchtigt. Also so nochmal. Und wenn ihr euch vorstellt, wenn ihr die 2016er, die es überall zu kaufen gibt, habt, genauso fühlt sich das an, kein Unterschied, exakt dasselbe Cover. Darunter haben wir dann diese Dark Side of the Moon Uhr, nicht Uraufführung, aber Live-Aufnahme, auch in dieser selben Veredelung, in dieser selben weichen, samtigen Veredelungsgeschichte. So sieht das Ganze hier aus. Das habe ich nicht aufgeklappt, denke ich. Aber ja, es ist halt wie Dark Side of the Moon aussieht. Da ist nichts Besonderes. Hier, da habe ich mal reingehört. Ganz, ganz tolle Geschichte. Hätte ich nicht gedacht, dass mich das so... Moment, da sind die Poster da kurz reingerutscht. Dass mich das auch so fasziniert, aber fast schon mehr als das Album an sich. Und auch da haben wir wieder zwei Poster. Ja, einmal etwas Neues. Ein neues Format oder ein neues Motiv, welches ich noch gar nicht kannte. Toll. Aber ich will da gar nicht so viel zeigen, sonst verderbe ich vielleicht die Freude dem einen oder anderen, auf die er sich gefreut hätte, auf das Boxset selber zu entdecken. Aber hier gibt es da noch so eine Karikatur. Also das Ding ist schon allererste Sahne. Das muss sich Pink Floyd lassen und den Macher dieser Box. Das Schöne ist, man kann sich das ohne das ganze Dovo Waboho drumherum ins Regal stellen und hat wirklich ein gigantisches Set zusammen, live und die 50th Anniversary Edition zusammen. Passt auch ins Regal und man muss nicht, kann die Box irgendwo anders storen. Die passt sowieso nicht ins Regal, also ins normale nicht. Das ist schon, wenn wir hier nochmal sehen, sieht man das noch ein bisschen. Ja, hier nochmal die Kartons, ihr habt das alles gesehen. Also toller Inhalt, gigantisches Buch, gigantische Box, schwer, groß, aber ich denke einmalig, bisher habe ich sowas noch nicht gesehen. Ich bin überzeugt von dem Inhalt, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ob und wie sich das Ganze lohnt, wie das Ganze klingt, besprechen wir jetzt. Ist das nicht ein großartiges Boxset? Wirklich fantastisch. Ich finde, es ist, einnehmend und so feiert man einen 50. Geburtstag. Da kann man wirklich nichts Schlechtes drüber sagen, finde ich. Das ist meine Meinung. Der Inhalt ist extrem hochwertig. Das alles ist super aufeinander abgestimmt. Die ganzen Geschichten, das Buch ist überragend. Die CD ist okay, aber natürlich packen die da rein. Man kann heutzutage nichts richtig machen. Hätten die rausgelassen, wäre es wieder verkehrt. Die Frage jetzt ist natürlich,
Lohnt sich die Geschichte für jemanden, der nur des Klanges willens dieses Boxset kaufen möchte, da es ja ein neues Remaster von 2023 ist und sich von den 2016ern Remaster unterscheidet? Und zwar erstmal zu der Verpackung. Das ist das 16er Remaster, dieses, was man überall im Handel kaufen kann. Ich habe gesagt, es ist die gleiche Hülle, es ist die gleiche Oberfläche, definitiv. Das ist das 2023 Remaster, fühlt sich gleich an. Das ist allerdings dicker und das ist ein Ticken labbriger. Ja, die 2023 Edition, vielleicht, weil es in diesem güldenen Boxset drin steckt, weiß ich nicht, aber definitiv ist diese Geschichte da ein klein wenig labbriger. Ja, das ist die 2023, das ist fester Karton. Hier, wie gesagt, alles ein bisschen weicher. Es fühlt sich nach wie vor gut an, es bleibt ja meistens in der Box. Von daher, aber ansonsten, fantastisches Cover, haben wir jetzt schon zu Genüge gesehen. Lass uns über den Klang sprechen. Und das ist hier gar nicht so einfach. Ich habe mehrfach gehört, mehrfach zwischengehört, mehrfach komplett durchgehört, angehalten, wieder vor und zurück gewechselt, getauscht, allerdings mit der 2016er Version. Die Originalpressung oder die frühe habe ich nicht verglichen. Ich habe es für die Leute jetzt, die die 16er haben, ob sich das lohnt. Man hört es definitiv. Es ist ein Unterschied da. Allerdings nur, wenn man vergleicht. Wenn man jetzt nur die Pressung auflegen würde, ist das ja für sich genommen ein extrem gutes Klangbild. Absolut. Was auffällt beim Hin- und Herschalten und beim Wechseln ist, dass die Stimmen besser rausgearbeitet sind. Die sind für meine Verhältnisse, empfinde ich die einen Tick lauter, verständlicher. Also das ist sehr gut. Das Ganze hat mehr Luft, schon wieder die Luft, ja, aber es ist mehr Luft. Das Schlagzeug, diese einzelnen Hits haben, man hört den Nachhall oder den Hall etwas mehr. Das sind so die feinen Details. Ansonsten muss man wirklich sagen, dass die Aufnahmen schon richtig klasse sind. Von Pink Floyd ja schon immer, gibt es nichts zu sagen. Ja, es klingt bei den 2016er Versionen, wenn ihr die gegenhört, mehr nach Konserve. Und ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Das 2023 Remaster klingt natürlicher. Es klingt analoger, obwohl es ja wohl ein rein digitales Master ist. Aber es klingt richtiger. Es klingt weiter, es klingt größer. Nur in Nuancen natürlich. Wir reden nicht von einem komplett anderem Klangbild oder einer Welt- oder Tag-Nacht-Vergleich. Nein. Aber für mich, ich kann das Album jetzt in der 2023er Remaster komplett durchhören und genießen. Und ich weiß, irgendwie so sollte es sich anhören. Fühlt sich so an. Dieses 2016er klingt wirklich nach, im Vergleich nach Konserve. Es klingt blechiger. Es klingt flacher. Aber ansonsten irgendwie, es gibt keinen großartigen Unterschied im Bass oder von der Kompression oder sonstiges. Finde ich gar nicht, habe ich nicht rausgehört. Was man hört, ist, die einzelnen Effekte, die einzelnen Instrumente sind einen Müh klarer. Dieser Herzschlag ist nicht ganz so weich, sondern einfach definierter. Die Sache ist definierter, etwas klarer, etwas punchiger würde ich noch nicht mal sagen, aber ja, knackiger geht es schon in Richtung punchiger. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Für mich klingt es richtiger. Es ist ganz, ganz. Ich habe lange überlegt, wie ich euch das erklären soll mit der Geschichte hier. Für mich klingt das einfach richtiger. Fragt mich nicht, warum, woran das liegt. Das ist die 16er Version. Es klingt vielleicht wie, also ich kenne ältere Versionen. Es klingt älter und es klingt analoger. Mit dem frischen Remaster. Und damit haben die, glaube ich, den Vogel abgeschossen, denn es klingt schon gut. Ich liebe dieses Album, ich bin aber nicht der größte Fan von diesem Album und ich finde es auch nicht für diesen Hype, den es da erzeugt. Das ist meine persönliche Meinung. Aber jetzt in der Edition finde ich es einfach wunderbar durchhörbar. Ja, es ist
Das Schlagzeug, dieser Hall, die Stimmen, die einfach einen Ticken mehr nach vorne gesetzt, aber wirklich nur minimal. Sie klingen etwas lauter. Das Ganze klingt genauso. Es klingt groß, es ist allumfassend. Und da, wo die 16er-Version, es klingt nach einem Remaster. Also 2016 klingt nach einem alten Album, das remastert wurde. Absolut. Das hier klingt nach einem alten, überragend klingenden Album. Und das ist, glaube ich, die ganz große Kunst. Gott sei Dank gibt es kein Remix, sondern das Remaster. Das Ding so hinzubekommen. Und das ist meine persönliche Meinung, dass es tierisch Spaß macht zu hören. Absolut durchhörbar. Ist natürlich sehr empfindlich, wie ihr seht. Das Ganze ist wunderbar durchhörbar. Dadurch, dass die, finde ich, die Mitten, das ganze Klangbild offener und klarer ist. Also nicht von den Höhen her, sondern von den Mitten wirklich. Ja, wie so eine eingeatmete Brust. Das ganze Ding ist einfach offener. Man hört einfach Ticken mehr oder man hört es ein bisschen lauter, würde ich eher sagen. Es macht mir Spaß, es gibt ein schönes Bild, wobei der 16er Version doch, ja, ich fand es schon, ich konnte es ja nie wirklich hören, mich hat das ab und zu schon mal genervt, besonders bei den lauten Passagen, hat schon so einen blechernen Charakter, aber nur im Vergleich. Da wurde es definitiv klar, oh, hier stimmt was nicht. Also das klingt blecher nach Konserve und das klingt nach analogen Himmel, obwohl es digital ist. Wenn es denn digital ist, ich glaube, da gibt es noch keine freie Meinung zu oder eine Äußerung von Seiten Pink Floyd. Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgeforscht, aber was ich gehört habe, ist, dass es digital sein soll. Hier sieht man noch den Unterschied, da diese Pressung, jetzt gucke ich mal, welche ist. Die schwarze ist die 16er und die mit der weißen Kante ist die 2023er. Aber ja, lohnt sich das Ganze für 300 Euro? Also ich habe es gekauft, weil ich das Boxset einfach gerne haben wollte und das Album in der für mich bis dahin besten Klangqualität hören wollte. Und das ist es für mich. Es hat sich für einen Sammler dann gelohnt, ja. Ansonsten nein. Nein, die Klangunterschiede, denke ich, es sei denn, ihr seid Klangfetischisten und wollt das für euch rausfinden oder einfach nur dieses traumhafte Boxset haben, absolut in Ordnung, dann holt euch das Ding, legt es auf, genießt das Stöbern oder das Boxset auseinanderzunehmen, das ist einfach ein Traum. Wer allerdings die beste Version von Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, sucht, wird da, glaube ich, besser mitfahren, das Geld in eine fantastische erste Pressung zu investieren oder einer der ersten Pressungen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr ähnlich klingt. Die Unterschiede sind für den Normalhörer, der das Album genießen möchte, einfach nicht 300 Euro wert. Und somit ist es sehr, sehr schade, dass diese Pressung nicht einzeln erscheint, sondern nur in dem Boxset. Denn das sollte man jedem zugänglich machen, finde ich. Das Boxset hat seinen Nutzen, seinen Standpunkt absolut in Ordnung, bin ich für. Ich habe auch eins und da kommt noch eine Überraschung für euch. Allerdings für den Hörer extrem schade, dass es das nicht einzeln gibt, sondern das ist dann für mich Geldmacherei, dieses Remaster oder dann auf CD gibt es das, aber auf Schallplatte nur in diesem Boxset. Sehr, sehr schade. Wenn man sich das anguckt, man hätte die beiden Alben, nämlich das ist ja auch dann dabei, wirklich einfach in diesem güldenen Boxset verkaufen können. Von mir aus für 100, 120 Euro, jeder hätte Spaß gehabt, jeder hätte die remasterte, fantastisch klingende Version gehabt. Und die Welt wäre in Ordnung. Vielleicht kommt sowas ja noch, ich weiß es nicht. Aber ja. Und hierzu kann ich euch sagen, das Ding ist für mich das Highlight dieses Boxsets. Ich kannte die Aufnahmen noch nicht. Ich habe Dark Side of the Moon noch niemals live gehört. Was an in den ersten Minuten, ihr habt es ja jetzt gesehen, in den ersten Minuten ein bisschen dumpf klingt und ein bisschen verschwommen. Ist halt eine uralte Aufnahme. Sobald ihr die Gitarren hört oder die Stimme von Gilmour, dieses leichte Raue, was der da in der Stimme hat, das ist hier so genial. Also
Und vor allen Dingen, ihr hört es anders, ja, die Gitarren-Soli und das alles klingt ein bisschen anders, ein bisschen frischer, klarer. Die Gitarren klingen hier überragend gut. Das ist für mich mein Favorit. Also wer sich das Boxset irgendwie kaufen möchte oder die remasterte Version, die gibt es ja auch einzeln, dieses Live-Ding hier. Das hat absolute Kaufempfehlung von mir, denn das Ding mit den Postern, dann doch von der allgemeinen Klangqualität. Es ist ein Konzert, ja, man hört das raus, aber wie das gemastert wurde, wie die singen, die Stimmen, die Gitarren, die Soli, das ist einfach ein Traum. Man fühlt sich wie bei einem Konzert, nicht halt so eine Aufnahme, die jeder auch hin und komplett auswendig kennt, sondern einfach mal was Frisches für mich, für meine Ohren. Und so The Dark Side of the Moon zu hören, wie es hier drauf ist, war ein Genuss. Das kann ich euch versprechen. Das ist ein Genuss. Ich weiß nicht, was das in freien Hallen kostet. Das sind wahrscheinlich 30, 40 Euro. Würde sich aber komplett lohnen, denn das ist das Highlight. Für mich in dieser Box natürlich auch mit. Wer die Box hat, der wird sich über das Remaster freuen, denn das ist fabelhaft, analog pur und das digital, weiß nicht wie, aber ich habe es versucht zu erklären, es klingt richtiger, es klingt, es klingt nach einem fantastisch aufgenommenen Album und nicht nach einem Remaster. Und das ist für mich genauso, wie ein Remaster sein soll und somit absolute Top-Empfehlung für Sammler, ja. Wenn es nur um das geht, nein. Nein, keine 300 Euro ausgeben, um sich das anzuhören. So exorbitant ist das nämlich gar nicht. Also das, da könnt ihr getrost sein und das getrost vergessen, da die 300 Euro nicht ausgegeben zu haben. Freut euch, kauft euch was anderes, sucht euch eine frühe Pressung, die vielleicht die Hälfte kostet oder sonstiges. Und da seid ihr absolut gut mit bedient. Für alle anderen, für mich, ich wollte es haben, weil es einfach monumental ist und ist fantastisch und das Buch dabei, das kann man auch einzeln kaufen, hatte ich ja erwähnt, dieses Ding. Und allein deswegen, weil es dann so im Regal steht, das passt ja gar nicht. Tolle Geschichte. Also, nur vom Klang, nein, gebt die 300 Euro nicht aus, wenn ihr das mal anders hören wollt. Für einen Sammler oder für Komplettisten absolut empfehlenswert. Da haben sie sich Mühe gegeben. Ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber da kommt noch was auf euch zu. Bleibt also dran. Ich hoffe, ihr konntet oder ich konnte euch ein bisschen was über den Klang hier ja beibringen. Es ist wirklich eine feine Abstufung. Aber man hört es deutlich raus und es macht einfach mehr Spaß, besonders für Leute wie mich, die das nicht in den Himmel hypen oder loben, sondern sich einfach hinsetzen und das genießen möchten, werde ich jetzt mit dieser Version tun. Alles andere kommt für mich danach eigentlich nicht mehr in Frage. Das war's auch schon. Wenn ihr Kommentare habt oder was wissen wollt, sagt's mir gerne mit diesen fantastischen Alben hier, mit diesen fantastischen Versionen von Dark Side of the Moon. Ich finde, der 50-Jährige wurde hier gebührlich gefeiert. So sollte es sein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.